zeigt, geht's auch ohne ihn. So, jetzt das Stehenschießen. Waffe erst von der Schulter, wenn man auf der Matte steht. Die Matten so etwa 2, 2,5 Meter breit. Arne Pfeiffer ist da. Er hat ein bisschen was verändert an der Waffe. Den Griff fürs Stehenschießen. Sodass er eine andere Fingerhaltung hat und gefühlt das Handgelenk steifer ist. Das hat er erklärt. Und Beff hat gedacht, er hätte sie alle. Der letzte allerdings, Vanenite, muss nachladen. Auch Landertinger. Starke Serie von Pfeiffer. Alles getroffen. Auch die Norweger sind durch. Henrik Lappelund hat zurückgeschlagen. Jetzt sind sie zu viert vorn beieinander. Und nochmal 2,5 Kilometer bis zum letzten Wechsel. Landertinger, Henrik Lappelund, Böff und Pfeiffer. Und die beiden hier fallen jetzt ein bisschen zurück. Sergej Setnev aus der Ukraine müsste das gewesen sein. Und das hier der Schwede, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Die unbekannte Größe im schwedischen Team, Christopher Eriksson. Das hier Garanichev für die Russen. Oh, der schwächelt jetzt auch ein bisschen. Der Schwede muss jetzt treffen, sonst droht die Runde. Oh, da sieht man mal die Schwierigkeiten. Die kleinen Patronen sind jetzt auch ein bisschen feucht und klebrig und wollen noch nicht so richtig rein, müssen hier manuell nachgeladen werden. Und das waren deutlich mehr als 10 Sekunden, die er allein für den letzten Schuss gebraucht hat. Garanichev macht Platzierungen gut, verliert aber weitere Sekunden. 46 jetzt schon Rückstand für Russland. Zurück beim Stehenschießen. Vorn der Mann aus der Mannschaft der Slowenen. Der ist gerade durch. Und die Amerikaner mit Russell Currier hier mit der Startnummer 10. Hinter Weißrussland. Schweden auf 7 weg. Mit knapp einer Minute Rückstand auf die führenden Österreicher. Und dann Janis Maric, der Oldie im Team der Slowenen. Hier nochmal der Österreicher Landertinger, der sehr stark war hier. Zu Saisonbeginn Zweiter über 20 Kilometer in Östersund. Und das Remo Krug. Der Deutsche, der seit dem Frühjahr die Fäden im österreichischen Männerteam fest in der Hand hat. Arne Pfeiffer führt akribisch Trainingsbuch. Jetzt wieder intensiver, sagt er. Hat zwischendurch mal schleifen lassen. All die Trainingseindrücke, die er da sammelt, die will er optimal in den Wettkampf bringen. Heute hat das hier richtig gut gepasst. Schönes Stehenschießen von Arne Pfeiffer. Und jetzt schauen wir mal. Landertinger. Einer, der richtig strampeln kann vorn. Aber Alexi Böff. Deutlich leichter als der Österreicher. Hat es vielleicht ein bisschen leichter auch in der Spur, denn der Schnee ist tief. Da haben es die Leichtgewichte ein bisschen einfacher. Aber Landertinger lässt sich da nicht so leicht vertreiben vorn. Hinten der Massenstart, Weltmeister des Jahres 2009 aus Österreich. Auf Rang 2 jetzt hinter dem kleinen, quirligen Franzosen. Dann kommt Henrik Lappelund. Und dann Arne Pfeiffer. Macht das sicherlich taktisch ganz klug. Hängt sich da dran und versucht ein bisschen Kraft zu sparen. Und Christoph Sumann ist wieder da, hat den Oberhof mal kurz pausiert, hat ein bisschen trainiert, war überhaupt nicht krank. Wollte einfach mal eine andere Belastung zwischendurch haben. Und die ist groß, die Belastung, das hat man eben bei Landertinger gesehen. Martin Fourcade. Gleich kommt das große Treffen der Matadoren auf der Schlussrunde. Die Attacke, Landertinger versucht, das ist Erik Lesser. Hat da wieder die Hörgeräte drin, haben sie eben vielleicht kurz noch erhaschen können. Landertinger wieder vorbei an Böff. Hinten der Norweger und dann Arne Pfeiffer. Kann der nochmal dranbleiben? Oh, wie der von hier wegspringt, der Landertinger. Wie in seinen besten Zeiten, als er in Pyeongchang Weltmeister im Massenstart wurde. Spitzkehre, dann runter. Und Sie kennen das. Zwei Kurven, dann Fischer S, dann Wechsel. Ruckzuck hat er sich hier 20, 30 Meter gelöst von den anderen.
Dominik Landerting. Einer der längsten, einer der schwersten im ganzen Feld heute. Dann kommt Böff, dann Labylind und dann müsste gleich Ampfeifer auftauchen. Ist da dran. Diese vier hier werden fast gleichzeitig wechseln. Kleiner Vorteil für Österreich. Also, die Silberhelden von Vancouver sind scheinbar zurück. Landertinger wechselt als erster auf Christoph Suhmann. Der war auch dort in Vancouver der Schlussläufer. Dann fast gleichzeitig Arne Pfeiffer auf Erik Lesser. Norwegen und Frankreich ebenfalls unterwegs. Rechts die Chinesen, die müssen nochmal abbiegen zum Schießen. Und da der Mann aus der Ukraine, Sergei Setnev, und da der wartende Russe. Der muss noch ein bisschen länger ausharren. Erstmal die Ukrainer. Artem Primada, der Schlussläufer. 30 Sekunden Rückstand, da ist noch vieles drin. Für die vor allen Dingen schießstarken Männer aus der Ukraine. Ja, und was hat Russland noch im Köcher? Da steht gleich Anton Schipulin, aber der muss mächtig Boden gut machen auf diese Jungs hier. Auf Suhmann, auf Lesser, auf Emil Hegbe-Svensson vor allen Dingen. Und auf Martin Fourcade. Jetzt erst die Russen beim Wechsel. Oh, das ist eine Menge Holz jetzt. 1,08. Dürfte fast nicht möglich sein für Anton Schipulin. Auch Schweden jetzt zurück mit dem starken Fredrik Lindström auf der letzten Schleife. Jetzt aber schnell. Simon Hallenbarter war das, der lange Schweizer Schlussläufer. Und imponierend, wie die Zuschauer aushalten im Regen von Ruppolding und jetzt im leichten Schneefall gleichermaßen feucht. Hier das Sandwich. Lesser in die Mitte genommen von den beiden Großen, Emil Hegbe-Svensson und Martin Fourcade. Vorn noch mit kleinem Vorsprung Christoph Suhmann. Absolute Feuerprobe jetzt für Erik Lesser, den 24-Jährigen aus Frankenhain. Vielleicht seine größte Bewährungsprobe. Erstmals Schlussläufer. Überhaupt erst seine dritte Weltcup-Staffel in diesem Winter. Hat er sich zu einer festen Größe gemausert. Und jetzt muss er hier gegen Suhmann, Fourcade und Svensson bestehen. Da nicht die Nerven verlieren, da ruhig bleiben. Die normale Leistung abrufen, das wäre eine Meisterleistung. Suhmann schaut schon mal, jetzt geht das Taktieren schon los. Wird in ein paar Tagen 37 vorn Christoph Suhmann. Deshalb verordnet er sich selbst hin und wieder mal eine kleine Wettkampfpause. So geschehen in der letzten Woche. Hat ihm gut getan, hat Remo Krug erzählt. Kam gestärkt zurück. Aber der hat die Besten der Besten hinter sich. Emil Hegbe-Svensson und Martin Fourcade. Der Franzose nach wie vor Weltcup-Gesamtführender. Zuletzt mit kleinen Schwächeln. Aber super, genau. Du bist der bessere Schütze. Einfach geil auf Schießen sein, genau. Du hast den Griff. Hopp. Tja, das können wir nicht mehr rückgängig machen. Die Mikros waren weit offen. War ja Fritz Fischer, der das gesagt hat. Interessant aber auch, dass er ihm mitgeteilt hat, du bist der bessere Schütze. Bin ich mal gespannt, ob Erik Lesser das auch in die Tat umsetzen kann. Dann der Ukrainer, Artem Prima. Der nächste, der dann durchs Bild huschte, ein überrundeter Läufer. Das war die Staffel Rumäniens. Also wenn die vorne Schwäche zeigen, ist noch was drin für die Ukraine. Hier hinten wird es schon deutlich schwieriger. Fredrik Lindström, der Schwede, momentan bester Schwede im Gesamtweltcup. Und dahinter Anton Schipulin. Die beiden müssen jetzt schon auf Fehler vorn spekulieren, sonst ist da nichts mehr drin.
Und die Fehler vorn sind eher unwahrscheinlich, denn wie gesagt, da sind die Besten ihres Faches dicht beieinander. Attacke jetzt von Martin Fourcade. Zwei Siege in diesem Winter schon. Einmal Zweiter, dreimal Dritter. Die uneingeschränkte Nummer 1. Das kleine Schwächeln zuletzt in Oberhof sei ihm verziehen. Der Weltcupsieger des vergangenen Jahres. Ein Perfektionist. Ein super Biathlet, jetzt vor Suhmann. Vor Svensson und kleine Lücke jetzt zu Erik Lesser. Bloß nicht um jeden Preis da dranbleiben wollen. Läuferisch die drei hier vorne sicherlich einen Ticken besser. Klasse Dreikampf jetzt. Svensson innen, in der Mitte Suhmann und rechts Martin Fourcade. Mal schauen, wie sie sich hier einfädeln. Die Kurve haben sie meisterlich genommen. Und Erik Lesser hat da kurz mal eine Kostprobe des sehr, sehr nassen Ruppoldinger Schnees genommen. Gott sei Dank war der blitzschnell wieder hoch und hat kaum Boden verloren. Ein bisschen Schwung. Und sicherlich ist ihm jetzt so richtig der Schock in die Glieder gefahren. Hoffentlich kann er das gleich wieder verdrängen. Suhmann vorn, der Älteste, der Erfahrenste. Dann Svensson. Der Norweger, der schon dreimal Staffelweltmeister war. Dann Fourcade, der Gesamtweltcup führen. Und dann das Nesthäkchen hier. Erik Lesser, der Vierte. Vorteil Fourcade, aber Erik Lesser macht das brillant. Sensationell, jetzt mit 4 Treffern. Auch der Fünfte, Lesser, sensationell. Großartig. Im Windschatten von Martin Fourcade ist er unterwegs und Suhmann schwächelt. Klasse, klasse, klasse. Fritz Fischer hatte recht, du bist der bessere Schütze. Er hat es bewiesen und das trotz des Sturzes kurz vorher. Das war phänomenal. Der Suhmann hat sie vielleicht ein bisschen übernommen auf der Runde, musste jetzt gleich dreimal nachladen. Gerade so nochmal der Strafrunde von der Schippe gesprungen. Vorn sind sie jetzt noch zu dritt. 19 Sekunden zurück Österreich, dann kommt die Ukraine. Kleine Chance, kleine Hoffnung für Artem Prima, aber auch der hat schon 2 gelbe Punkte dort oben, heißt also 2 Fehler geschossen. Jetzt muss jeder Schuss sitzen beim Mann aus der Ukraine, sonst kommt die Strafrunde. Klasse Vorstellung von Schipulin. Der schießt, kann auch gar nicht anders sein, alles oder nichts, sehr schnell, einmal nachgeladen und vorbei.